Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute sitze ich wieder mal bei Lena, ausnahmsweise, vielleicht, weiß nicht. Und wir machen eine Runde, wer würde eher? Und Lenas Freund, Mr. X, hat sich dazu bereit erklärt, uns diese Aufgaben aus dem Off zu stellen. Wenn ihr bei Lena auf dem Kanal schon öfter wart, dann kennt ihr seine Stimme. Und vielen Dank, Mr. X, an dieser Stelle nochmal. Entschuldigung für dieses kritische. Ja, nein, wir haben gerade schon eine Runde gedreht und es war einfach witzig, weil mein Freund sitzt auch hier, sagt aber nichts und traut sich auch nichts zu sagen, was vollkommen okay ist, lacht aber ab und zu. Und ich bin schon komplett drüber, weil ich hier alles schon wieder zum Schreien komisch bin. Und Lenchen hat uns sogar so süße Schilder gebastelt, da steht Lisa und Lena drauf und die halten wir gleich hoch. Also, wir sind bereit. Bist du bereit? 3, 2, 1. Let's go! Wer würde eher ein Buch in die Badewanne fallen lassen? Ich bade nie. Aber nicht in der Badewanne. So. Ich bade nie, deswegen musst du sein. Ich schon, aber ich lese nicht in der Badewanne. Und ich möchte mal jetzt gerne wissen, ob irgendjemand, der jetzt zuguckt, gerne in der Badewanne liest. Weil ich mir mal denke, ich muss ja meine Arme aus dem Wasser halten und es ist voll kalt. Meine Mama liest in der Badewanne. Aber liegt die dann? Ich lieg halt in der Badewanne, dann musst du ja die Arme so hochhalten. Weiß nicht, die guckt auch immer Wochenprospekte in der Badewanne. Echt? Mhm. Ich guck höchstens mit ganz viel Abstand zur Badewanne, stelle ich mir ein Tablet hin und guck Netflix. Wenn nee. Überhaupt. Oder du hast ein Tablet. Ich hasse Baden. Baden ist für mich Zeitverschwendung. Oh, ich lieb das. Ich finde das total ätzend. Uiuiui. Weil ich immer denke, in der Zeit könnte ich auch auf dem Sofa liegen und lesen. Ja, siehst du, und andere gehen in die Badewanne und lesen da. Nee, das frage ich mich nicht. Okay. Weil allein ja schon beim Umblättern und von dem Wasserdampf das Buch bei dir wird. Ja, das Welt. Ja. Nicht. Nee. I hassen wir, voll bei mir. Okay. Okay. Das ist das Lacharzt, man lacht das manchmal. Wer würde eher 2 Tage mit einem leeren Kühlschrank leben, als aufhören, das Buch zu lesen? Ich weiß jetzt nicht, ob das für uns oder gegen uns spricht. Du würdest mir den Kühlschrank füllen. Ja, das wäre die Begründung. Ich würde dir Essen bringen. Ja. Gut. Das ist doch gut. Wer würde er den oder die Partnerin zwingen, in Fanbettwäsche zu schlafen? Weil dein Freund es von alleine mit dir machen würde, oder? Nee, weil ich dann in Fanbettwäsche von ihm schlafen müsste. Also nein, ich habe Mr. X schon mal gezwungen in Harry Potter Bettwäsche, muss der mal schlafen. Nee, ich hab sowas einfach nicht. Ich habe auch nur die. Oder haben wir noch was anderes? Nee. Find jetzt nicht so schlimm. Jetzt kann ich ja schlecht fragen, weil er spricht wahrscheinlich mit mir. Würdest du in Fanbettwäsche schlafen? Nee, würde er nicht. Wäre egal. Wenn sie bequem ist. Ja, ist ja egal, nachts ist doch dunkel dann auch. Also. Wenn das Licht aus ist, dann komm. Wer würde eher mit BookTube aufhören? Ja, meinst du? Ja, ich glaube, ich wäre dann eher so die, dann aus Trotz und Verzweiflung vielleicht mal irgendwann aufhört, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert oder irgendein blödes Kommentar oder so ist. Wenn jemand dir einen blöden Kommentar schreibt, der dich auch nur ansatzweise zum Nachdenken bringen sollte, mit BookTube aufzuhören, dann mischt sich die Mutti ein. Da kannst du aber einen drauf lassen. Würdest du aufhören? Nee. Ich auch nicht. Also was heißt, nee, irgendwann vielleicht mal so, ne? Aber gerade halt nicht. Gerade überhaupt nicht, nee. Gehört voll dazu. Ja, bei mir auch. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre eher so die vielleicht mal aus Stress aufhört. Ja. Nur weil halt einer blöd ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber es ist jetzt kein aktiver Gedanke. Nein, ja, okay, nein, alles klar. Keine Panik, alles gut. Mal. Okay, da kriegt man ja richtig Herzrasen. Wer würde eher jetzt beim Stress hier, Mensch. Ein Buch nochmal kaufen, weil das Cover der Neuauflage schöner ist? Ich finde halt wir beide, oder? Irgendwie meinst du nicht, würdest du es nicht nochmal kaufen, wenn du es hättest? Ich würde es dann verkaufen und das neue kaufen. Ach so. Ich nicht, ich würde sie alle horten. Ach, jetzt schon. Na, außer bei Harry Potter, aber das ist irgendwie Ausnahme. Ja, bei Harry. Na gut, also ich habe es jetzt irgendwie gerade eigentlich für mich quasi fast nur auf Harry bezogen. Ach so, ne, ich habe zum Beispiel an die Night School gedacht. Weil die waren ja so alt und hässlich und dann habe ich die aussortiert und habe sie neu gekauft nach und nach. Dann passt es doch mit Lisa, auch wenn ich irgendwie erst kurz meine. Ich weiß auch nicht, irgendwie war ich mir selber nicht einig mit mir. Wir beide würden das vielleicht tun. Okay.
immer so dieser erwartungsvolle Blick nach links. Da sitzt nämlich Mr. X und stellt die Fragen. Yeah, yeah, yeah. Wer würde eher sein Lieblingsbuch verkaufen? Nee. Lisa. Ich noch viel weniger. Ich kann ja schon schlechter aussortieren als du. Was ist dein Lieblingsbuch? Also inzwischen ist mein Lieblingsbuch die Edelstein-Trilogie und Rubinrot sogar signiert auf meinen Namen. Oh, wie toll. Wusste ich gar nicht, dass du die hast. Habe ich erst seit kurzem, kam erst an. Richtig toll. Nein, die würde ich auch nicht verkaufen an deinem. Ich konnte das bei der Buchhandlung mit vorbestellen und das habe ich gemacht. Das ist ja super cool. Mhm. Und die würde ich nicht hergeben. Nee, das geht ja nicht. Nee, würdest du Harry Potter hergeben? Nee. Schon gar nicht die Adult Editions, also die englischen, weil die waren echt schwer zu bekommen im Hardcover. Mhm. Und da ist auch ganz schön viel Geld drin. Aber also im Zweifel, wenn ich jetzt wirklich Geldnot hätte, dann würde ich vorher was anderes verkaufen, bevor ich das verkaufe. Ich auch. Aber also... Ja, wenn gar nichts mehr es geht. Es würde mir jetzt keine körperlichen Schmerzen bereiten, sagen wir so. Aber es würde einem schon schwer fallen. Ja. So, ne? Okay. Na gut. Stefanie interessiert, wer würde eher in der Öffentlichkeit twerken? Ich habe kein Problem mit. Hab ich bestimmt schon mal gemacht. Ja. Work, 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 work. Twerk, twerk, twerk. Nee, da bin ich zu schüchtern. Auch wenn ich den Eindruck vielleicht manchmal nicht mache. Du bist eleganter. Sagen wir es doch einfach so. Du bist halt nicht so eine Haut drauf. Und das ist eleganter? So. Wo bin ich denn elegant? Du bist elegant. Als wir in dem Spionagemuseum waren und du deine Finger so hochgehalten hast, das ist elegant und ich so... Das war die Pistole, die um die Ecke schießt. Ja, da habe ich irgendwie so gemacht. So Matrix-mäßig. Wer würde eher ein Buch vor Wut gegen die Wand pfeffern? Immer erst der Blick, du sollst ja nicht zu ich mir kommen. Ich weiß, ich habe alles falsch gemacht. Wir müssen aber von vorne anfangen. Nee. Wir sind uns also, einig. Was, ja, würde ich machen. Wenn du so ein Ausflipperchen hast. Wenn ich so richtig geladen bin und dann vielleicht noch müde und drüber. Und dann eine blöde Stelle. Also hoch. Gegen die Wand jetzt nicht, weil es für mich jetzt... auf dem Boden. Genau, ist für mich jetzt nicht so eine natürliche Bewegung, so zu denken, ich schmeiße es gegen die Wand, da wird die wahrscheinlich niemand mehr treffen. Aber so aufs Bett oder so auf dem Boden, so boah, gar keinen Bock, ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, tut mir leid. Ja, dann stampf Lena ich ist nur. Eigentlich eine ganz Liebe, die ist gar kein Krawallo. Nee, eigentlich nur manchmal. Nicht. Beim Autofahren. Manchmal. Okay, na gut, sind wir uns einig. Wer würde eher zum Karneval Fasching als eine Romanfigur gehen? Na gut, so eine ähnliche Frage hatten wir bei mir schon, ne? Ja, ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Wobei, außer ich könnte als Hermine Granger oder Bibi Blocksberg gehen. Also sowas, was noch nah am normalen optisch ja. ist, ne? Ja. Das stimmt. Du wärst eine schöne Bibi Blocksberg. Danke. Und auch eine schöne Hermine. Ich würde dann als Pikachu gehen, oder? Schöne Romanfigur. Ach ja, stimmt. Pika, Pika. Eine Romanfigur. Bibi Blocksberg ist jetzt auch nicht gerade ein Roman. Gibt aber wenigstens halt Buch. Pikachu. Safe out, ja. So, gibt es als Buch? Pikachu-Buch? Ich hatte mal eins, ohne Witz, ein gelbes Pikachu-Buch. Mm. Das war bestimmt ein Sticker. Ich frage meine Schwester, die hat es noch. Nein, da standen Sachen drin, wie man Pokémon fängt. Das war so ein Softcover, ich weiß das noch. Das habe ich mir nie ausgedacht. Es hieß aber vielleicht nicht Pikachu-Buch. Pikachu. 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 Pika, Pika. Wir wären dann bereit für die nächste Frage. Wer würde eher nur noch eine Buchreihe lesen? Oh, ich habe schon wieder rübergeguckt. Warum entscheidest du denn nicht aus dem Mann, weiß ich doch nicht, was jetzt denk mein da Problem nicht ist. Mensch, Maya. Ich würde immer wieder Harry lesen. Ja, war aber ja. auch mein Gedanke. Okay. Nächstes Mal gucke ich wirklich nicht. Ich warte, bis du hochblätterst. Ja. Dann blätter ich hoch. Gut, man muss auch die Menschen erziehen. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ihr müsst gleichzeitig hochmachen, sonst zählt es nicht. Ich muss gucken, wo. Du machst ich gucke nicht. Mit deiner Hör doch mal auf jetzt. Ich bin selber ganz nervös. dieser Druck. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen wollte. Oh mein Gott, überleg es jetzt vergessen. Er hat die Frage vergessen, mein Mr. X. Haben wir es denn? Es ist eine Frage, die ich vorhin gelesen habe, die habe ich hier gar nicht vor mir. Wer würde eher Bücher aus dem Sub wegschmeißen?
Guck mal, ich habe nicht geguckt. Ich habe ganz schnell hochgehalten und wir haben das Gleiche. Ja, wobei ich neulich auch 4, 5 Bücher untergetan habe. Und jetzt habe ich auch schon auf jeden Fall wieder 5 im Kopf, die ich wegtun möchte. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Weiter. Ich habe auch welche aussortiert. Ja, wir haben fleißig aussortiert. Seht ihr in einem anderen Video, Berliner. Yes. Das ist Maria und Josef. Josef. So. Eine noch? Zwei noch? Zwei. Ihr macht es mir auch nicht einfach hier. Wieso denn? Du musst wir haben es auch nicht voll. Einfach. Wir, genau. müssen hier reagieren, diskutieren, erwarten. Ich bin heute 12.000 Schritte gelaufen. Ja, und jetzt gestern noch mehr und mir tun die Füße weh. Und sie sitzt auf dem Boden. Boden. Das gibt's echt nicht. Also solche schlechten Gastgeber. Quatsch. Soll ich den Kissen holen? Nein. Okay. So, aufgepasst. Auf ihr Märsch. Oh, meine. Wer würde eher die Nacht durchmachen, um ein Buch zu beenden? Hast du auch Lena? Ja. Mache ich regelmäßig. Mhm. Ich nicht. Naja, du ich nicht, aber du liest, bis das Buch halt zu Ende ist. Genau. Wenn es dann mal 3, 4 ist. Echt? Kann schon mal passieren. Und dann am nächsten Morgen? Ja, du kennst mich ja jetzt morgens. Dann sitze ich da. Oh, also heute gehe ich wirklich früher schlafen. Also hat seit Samstag nicht funktioniert. Hat seit Samstag nicht funktioniert, wir haben Dienstag. Aber es macht nichts. So, letzte Frage noch, oder wie was? Wir hätten uns so Rücken an Rücken sitzen müssen, da hätte ich gar nicht bei dir gaffen aber können. Aber dann wären wir glaube ich nicht drauf gewesen. Stimmt auch wieder. Okay. Mr. Wir hätten unsere Masken aufsetzen können. Wer würde eher bei einer Party auf dem Klo verschwinden, um ein Buch zu Ende zu lesen? Du? Nee. Ich auch nicht. Ich halte nur deinen Namen hoch, weil ich es nicht machen würde. Ich würde es auch nicht machen, deswegen wollte ich es auf dich schieben. Nee, ich komme vielleicht später. Ja, das vielleicht, aber ich würde nicht die Party auf dem Klo. Okay, ich habe noch eine schöne Subfrage. Oh je. Wer würde eher seinen Sub unter 10 Bücher bekommen? Was? Der dicke Dampfer. Nee, ja, habe ich nicht mit dir rechnet. Das muss ich mir ehrlich gestehen. Das ist ja das Ziel. 10? Meinst du auch? Weniger als 10. Einstellig? Ja. Einen einstelligen Sub? Ja. Was? Ist mein Ziel gerade. Mein Sub, gut, dass ihr alle den Stapel hier nehmen, wenn ich mein Sub und ich lache nur noch. Aber ich fände es cool, wenn man einfach losgeht und dann Bücher holt, die man gleich die liest. Man dann liest. Und wenn man dann neue will und man hat noch so 9 bis 10 Bücher und dann will man, also finde jetzt nicht so abwegig. Naja. Da naja, hinzukommen ist halt erstmal schwierig, ohne ja, bei den mir halt jetzt. Wegzuschmeißen. Bei mir schon auch. Vielleicht naja, mal kurz ein Side-Fact. Wie viele Bücher habt ihr auf eurem Sub? So 60? 70? 100? Über 100? Ich bestimmt auch eigentlich. Glaube ich nicht. Ich habe ja auch richtig ausgemistet. Ja, und dein Regal ist ja nicht mehr voll. Nee, das stimmt. Ja, ich muss ja vom Schmalen ins Breite Billy umräumen. Vielleicht so ein kleines bisschen Inception. Wer würde eher ein Buch von euch verbrennen? Im Wald, wenn ich dort überleben will. Um den Sub auf unter 10 Bücher zu bekommen. Und um den Sub auf unter 10 Bücher zu bekommen. Und um Rauchzeichen zu machen für meine Familie. Irgendwo, dann mache ich das so. Deswegen haben wir ja im Museum gelernt, wie man morst. Ach so, damit ihr das machen könnt. Weißt du, wie das SOS-Zeichen im Morsen ist? Lang, kurz, kurz, lang. Lang, kurz, lang. Lang, lang, so kurz. Ich hatte mal... Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, oder? So hatte ich das im ja, Kopf. So. Ja, Mr. X nickt. Was sagt die andere Stimme aus dem Off? Der zieht nur die Schultern hoch. Ich glaube, kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Und immer wieder. Ja. Also wenn ich irgendwo Klopfzeichen höre, würde ich mal davon ausgehen, dass die Person Kontakt aufnehmen will. Da wäre es mir dann egal, ob die Person wollte. Als Kind habe ich mich immer gefragt, wenn man Klopfzeichen macht, kann man denn lang klopfen? Gut. So. Ich habe mir jetzt den Oberschenkel gebrochen, würde ich sagen. Okay, was ist der Baum wieder? Mit der Faust richtig. Und du fragst immer, wo die herkommen. Ich habe so richtig ausgehört. So, richtig toll. Like, share, subscribe. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls ihr noch einen Teil sehen wolltet und das von Lena noch nicht gesehen habt, dann guckt auf jeden Fall mal bei Lena noch auf dem Kanal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video guckt.
Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.